Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stellaris. Und wir befinden uns gerade in unserer im Aufbau befindlichen Flotte. Sie ist jetzt bei einer Stärke von 805 und besteht aus 10 Korvetten. Mein Plan ist es ja, sie auf 20 Korvetten hochzubekommen, um diesen Krieg gegen die Uruk-Hai in eine richtige Richtung zu lenken. Es sieht momentan nicht so gut aus. Alle, die letzte Episode nicht gesehen haben, ich würde euch empfehlen, sie auf jeden Fall anzugucken, damit ihr seht, warum meine Wirtschaft auch so aussieht, wie sie aussieht. Wir halten uns gerade über Wasser, weil wir alles, was wir haben, in Legierung stecken, um eine Flotte aufzubauen. Wir haben sogar unser Sonnensystem umgebaut auf eine Hangarstellung, weil ich Angst hatte, dass der Feind vorrückt. Es sieht momentan nicht so aus, sie bombardieren unseren Planeten Raues Erwachen. Und, ja, was soll ich sagen? Wir haben eine ziemlich starke Garnison zusammen mit den Angriffsarmeen. Aber wenn die Verwüstung weiter steigt, werden irgendwann unsere Armeen einfach ausgelöscht. Und ja, dann wäre der Planet verloren. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ich muss mal gucken. Sie sind auf willkürlich, das heißt, sie machen auch extrem hohen Schaden tatsächlich. Da haben wir keine große Chance, drauf zu hoffen. Also sie werden unseren Planeten so weit verwüsten, bis es irgendwann eine zerstörte Welt wäre. Wenn wir es nicht verhindern können. Und ich bin guter Dinge, dass wir es verhindern können. Wir bauen unsere Flotte auf. Wir bauen momentan noch 4 Schiffe. Wir können ungefähr alle 3 Monate ein weiteres Schiff bauen. Ja, und dann werden wir mal sehen, was passiert. Und das ist der Stand der Dinge. Währenddessen haben wir alles andere größtenteils pausiert. Wir konnten immer noch das Sim-System nicht einnehmen. Wir müssen immer wieder unsere kleinen Artefakte verkaufen, um uns über Wasser zu halten. Und wir haben jetzt sogar schon Arbeitslose auf Krag. Haben wir die Möglichkeit, da was gegen zu tun? Wahrscheinlich sind es ja Shabti, sehe ich es richtig? Ja. Wir müssen unbedingt ein Industriedistrikt bauen. Kostet uns 375. Können wir uns das leisten? Die Energiecredits brauchen wir momentan für was anderes. Also nein, wir können es uns nicht leisten. Wir haben auch leider keinen Planeten mehr mit irgendeinem Platz an Arbeit frei, außer auf Rauen Erwachen. Aber ob ich da jetzt gerade noch Menschen hinschicken möchte, ich bin mir ja nicht ganz sicher. PS Kieler hat nichts mehr. Und hier hätten wir noch ein Plätzchen frei, aber auch nicht mehr so lange. Schwierige Entscheidung, die wir treffen müssen. Und ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Flotte ausbauen und dann irgendwann das Sirius-System hoffentlich zurückerobern. Und das ist eine unserer Hauptaufgaben. Das Sirius-System, das Procyon-System zu übernehmen, dann eventuell einen weißen Frieden zu erlangen und dann den Krieg mit den Uruk-Hai richtig vorbereiten und in der Zukunft dann einmal zurückschlagen und denen zeigen, dass wir sowas nicht mit uns machen lassen. Wir haben 2 Events. Einmal, unser Herrscher hat eine neue Eigenschaft erlangt. Da wollte ich nicht hinspringen, ich wollte uns den Herrscher angucken. Er ist nun charismatisch, was Erlasse minus 10% und Erlassform plus 20% bringt. Das heißt, wir haben jetzt einen sehr, sehr hohen Erlassform von 50 tatsächlich. Und den Befestigung der Grenze Erlass, den hätten wir eventuell schon vor längerer Zeit mal starten sollen. Nämlich da, als ich unseren Hangar ausbauen wollte, dann hätten wir es nämlich auch in Time geschafft, um uns zu verteidigen. Ich hätte am liebsten die Forschungssubvention, wenn ich ehrlich bin. Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht... Ne, wir können uns die Energiequelle jetzt momentan nicht leisten. Ich würde so gerne alles hiervon benutzen, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Naja, wir können momentan keinen weiteren Erlass machen, aber viel spannender ist, dass wir eine aufgegebene Terraform-Maschine gefunden haben im REAG-System. Also auf dieser neu gegründeten Kolonie, die ich zu unserer Tech-Welt designiert habe. Also dieser Planet in diesem System hier unten. Und ja, seit unserer Erstbesiedlung von REAG sind mehrere Anomalien in der Biosphäre des Planeten entdeckt worden. Das Ökosystem ist instabil und hat sich nicht entsprechend der prognostizierten Modelle für eine Welt dieses Typs entwickelt. Unsere Wissenschaftler vermuten äußere Einmischung und dieser Verdacht konnte nun bestätigt werden. Einige unserer Kolonisten haben einen großen unterirdischen Terraforming-Komplex gefunden, der vor Jahrtausenden gebaut wurde. Die Ausrüstung war anscheinend mitten im Terraforming-Prozess deaktiviert worden, weshalb die Biosphäre des Planeten in ihrem jetzigen unfertigen Zustand ist. Wenn wir genügend Energie bereitstellen, sollte uns die Reaktivierung der Maschine gelingen. Wie das Endresultat aussehen wird, kann aber nicht vorausgesehen werden. So, wie könnte dies nur gebaut haben? Wer könnte dies nur gebaut haben? Wir können den Prozess fortsetzen oder die Ausrüstung demontieren. Situation updated. Macht Nahrung schlechter und Zufriedenheit schlechter. Und jetzt müssen wir uns hier entscheiden.
ob wir das erforschen möchten oder demontieren. Ich glaube, wir möchten es erforschen. Ich glaube, unsere Forschung momentan ist bei Sozialtechnologie auch gar nicht so wichtig. Ach doch, ich habe mich für Verteidigung. Aber sie scheinen uns eh nicht zu angreifen zu wollen. Also das heißt, unsere Armee ist in deren Augen zu stark. Sie trauen sich nicht, uns mit ihrer Armee anzugreifen. Deswegen bombardieren sie uns, ja. Ich glaube, wir können uns das erlauben, die Terraforming-Ausrüstung wieder in Prozess zu setzen. Wir können sie auch abbauen. Geht schneller und wir würden wahrscheinlich Ressourcen kriegen, die momentan wichtig sind. Aber auf langfristige Sicht gesehen, ich gehe davon aus, dass wir den Krieg gewinnen. Ich will jetzt nicht alles nur für diesen Krieg opfern und deswegen die Ausrüstung demontieren. Ich will sehen, wo uns das hinbringt. Wenn wir die Terraform-Maschine wieder ans Laufen kriegen, was es uns bringt. Und ja, ich erforsche sie jetzt. Das waren die zwei Events, wo ich euch kurz mitnehmen wollte. Und ja, währenddessen bereiten wir uns weiter auf den Krieg vor. Wenn mich hier mal kurz reingehe. Wir werden weiter bombardiert. Wir sind bei 17% nun. Unsere Armeen sind immer stark genug, den Feind davon abzuhalten, hier raufkommen zu wollen. Aber was viel spannender ist, ist unsere eigene Flotte. Sie wird langsam stärker. 1,1000 Flottenstärke. Und wir bauen momentan noch zwei weitere Schiffe. Können in einem Monat schon wieder das nächste Schiff in Auftrag geben. Und ich denke, wenn wir so bei 1,3 sind ungefähr, vielleicht warte ich sogar, bis wir bei 1,4 sind, werden wir angreifen. Ich muss auf jeden Fall im Blick behalten, wie stark raues Erwachen verwüstet ist. Jeder Prozentpunkt tut mir ehrlich gesagt weh, aber wir geben den Planeten nicht auf. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung auf raues Erwachen das weiß, dass sie wissen, dass wir um sie kämpfen. Und dass wir alles geben, um sie da rauszuholen. Ich glaube auch, dass wir momentan den Nekrophyten-Job nicht unbedingt brauchen. Ich werde jetzt hier einfach mal die Nekrophyten auflösen. So, und schon haben wir nämlich noch mehr Armeepunkte. Also ja, wir werden nicht von ihnen angegriffen werden. Sie haben 1,5 ungefähr an Flottenstärke. Und wie gesagt, denn eine Flotte ist halt ziemlich beschädigt. Ich denke, mit einer 1,4er Flotte könnten wir es vielleicht schaffen. Mit einer 1,5er Flotte sollten wir es schaffen, wenn wir außerhalb der Reichweite der Sternbasis kämpfen. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, in 17 Tagen ist die letzte Korvette, die wir uns momentan leisten können. Wie ihr seht, ich habe auch aufgehört, Legierung zu kaufen. Deswegen sind wir unglaublich wieder im Plus. Ich muss demnächst mich anfangen, wieder Konsumgüter zu kaufen. Die letzte Korvette ist in 17 Tagen fertig. Da haben wir 18 Schiffe. Eine Kampfkraft von ungefähr 1,4. Gehen wir hier in 1450, gehe ich mal von aus. Hier warten 1600 auf uns. Allerdings scheinen diese 457 ins Sire-System zu reisen. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit, beziehungsweise sobald unser Schiff hier fertig gebaut ist. Darauf warte ich jetzt noch. Unser Planet ist bei 24% Verwüstung. Das heißt, wir sollten noch rechtzeitig ankommen. Und ja, ich warte jetzt nur noch auf diese letzte Korvette. Sie ist fertig. Wir haben eine Stärke von über 1400. Und wir wollen jetzt in das Bernard-Star-System eindringen. Das Gute ist, dass... ins Sirius-System eindringen natürlich. Unser Feind ist jetzt bei Alpha Centauri. Wir könnten natürlich auch erstmal hier diese... Ich glaube, wir zerstören jetzt erstmal die kleine Flotte im Alpha Centauri-System. Das ist der Plan. Okay, das machen wir. Und ja, es wird ernst. Wünscht uns Glück, würde ich sagen. So in 70 Tagen erreichen wir das System. Bis dahin sollte die Sternbasis wahrscheinlich schon gefallen sein. Ich habe Angst, dass die hier zur Verstärkung kommen. Nein, sie bleiben weiterhin in der Bombardierung. Und ich behalte den Blick, sobald wir den nächsten Monat erreichen, kann ich noch wieder ein Schiff bauen. Das darf ich auch auf keinen Fall vergessen. Wir sollten jetzt angekommen sein. Ja, wir sind angekommen im System. Wir unterstützen unsere Sternbasis. Währenddessen können wir hier schon mal sagen... Nein, können wir nicht. Es fehlen 7 Legierungen. 7 Legierungen, da möchte ich die dann kaufen, bevor ich noch einen Monat warte. Ich möchte im nächsten Monat schon wieder eine weitere Korvette haben. Da lohnt sich die Legierung für zu kaufen. So, und jetzt geht's hier gegen eine kleine Flotte der Urukai. Und da sollten wir gewinnen. Sie haben sich direkt zurückgezogen. Sehr, sehr gut. Ohne Kampf haben wir das Sirius-System verteidigen können. Und jetzt haben wir einen geschwächten Gegner über rauen Erwachen. Mit einer ziemlich starken Armee, muss ich langsam sagen. Ich habe Angst vor dieser Armee. Unsere Armee ist immer noch wesentlich stärker als deren. Und das Gute ist, wir haben jetzt eine Angriffsarmee von einer Stärke von 104.
Und ich glaube, ich fange jetzt direkt an, noch mehr Armeen auszubauen. Denn wie ihr ahnt, plane ich einen Gegenangriff. Und dieser Gegenangriff soll deren Planeten einnehmen. Ich werde jetzt ein bisschen übermütig, würde ich fast sagen. Ich kaufe mal 50 Konsumgüter, das bringt uns noch mal ein halbes Jahr weiter. Und endlich können wir raus erwachen aus seiner monatelangen Belagerung, wenn nicht sogar schon über ein Jahr. Befreien, hoffe ich. Das Problem, was ich jetzt hier sehe, ist, dass wir über die Sternbasis kommen. Das gefällt mir gar nicht. Hierhin möchte ich gerne. Ich möchte über die äußeren Bahn. Ich werde sozusagen einmal um die Sternbasis herum reisen. Meine Forschungsschiffe tun nichts. Da muss ich mich kurz mal drum kümmern. Warum nicht? Wobei, ganz ehrlich, du kannst mal eben... Du kannst schon mal hier hinkommen. Ich brauche dich gleich, um hier die Trümmer zu erforschen. Du dagegen kannst erstmal nichts tun. Was haben wir noch? Ein Forschungsschiff, das nichts tut. Hier hinten. Du solltest dieses System erkunden und dieses System erkunden. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch hier weitermachen. Ich habe übrigens noch was entdeckt. Eine Gaia-Welt. Und zwar eine heilige Welt. Und das bedeutet, wir haben hier noch ein Fallen Empire. Also ein gefallenes Reich. Entweder gehört ihr zu den Zoom-Watchers. Und die hat erklärt, dass diese Gaia-Welt heilig für die ist. Das heißt, deren Grenzen müssten so ungefähr bis hier gehen oder so. Auf jeden Fall werde ich diese Welt nicht kolonisieren. Jedenfalls nicht in näherer Zukunft. Denn wenn man das tut, dann gefällt denen das gar nicht. Und sie würden uns den Krieg erklären. Heilige Welten sind nicht umsonst heilig. Und man sollte die Finger davon lassen. Gleichzeitig ist die bevorstehende Situation so weit gesunken, dass wir keine Mali mehr auf Forschung etc. haben. Was gut ist, wir haben das Problem mit der Arbeitslosigkeit noch nicht in den Griff bekommen. Ich warte auf Mineralien, um endlich Gebäude bauen zu können. Aber wir haben einfach keine. Ich habe einen Generatordistrikt gebaut in unserer Hauptstadt, auch der schon voll besetzt mit Arbeitern direkt. Wir haben Probleme, was unsere Wirtschaft angeht. Aber ich denke, dieser Krieg wird beendet werden und ich hoffe, er wird positiv für uns beendet werden. Jetzt drücke ich endlich wieder auf Play, damit wir sehen, wie wir hier in das System Sirius eindringen. Jetzt werde ich darauf achten, dass wir hier einmal außen rumfliegen. Und wir müssen nebenbei noch eine neue Forschung machen. Fregatten. Das könnte uns im Krieg noch weiterbringen. Viel, viel besser als Fregatten, meiner Meinung nach, sind allerdings die Zerstörer. Allerdings gefällt mir der Gefechtscomputer sehr gut. Wir nehmen den Zerstörer. Der Zerstörer wird uns weiterhelfen. Wir werden den Weltraumkunde-Wissenschaftler wieder einsetzen. Setzen natürlich auf dieses Forschungsschiff den anderen Wissenschaftler wieder rauf. Den Drogensüchtigen? Nein, wir nehmen den Antriebler. Allerdings glaube ich, dass das Forschungsschiff ist, was nochmal losgeschickt werden muss, ein bisschen was zu erkunden. Eigentlich mache ich das immer, ohne euch dabei zu haben, damit ihr solche langweiligen Sachen wie Erkunden nicht seht. Irgendwann schalten wir auch automatisches Erkunden frei. Haben wir vielleicht sogar schon? Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Ja, dann darfst du ab jetzt automatisch erkunden. Ja, mach, was du für richtig hältst. Wir sollten noch ein Forschungsschiff irgendwo haben. Ohne Anführer, genau. Das ist hier. Auch der darf jetzt automatisch erkunden. Und, oder warst du der, den ich hier hinten, nein, du warst der, den ich hier hinten hinschicken wollte, um die Trümmerteile zu erkunden. Also komm hier hin. Und jetzt geht's hier gleich los. Jetzt kommt endlich das, worauf wir lange Zeit gewartet haben. Der Feind zieht sich zurück vom rauen Erwachen. Bei 30% Verwüstung zieht er sich zurück in die Mitte der Basis. Er zieht sich zur Sternbasis zurück, was clever ist. Aber ich werde ihn abfangen. Er will ins Sirius-System. Ins Alpha Centauri-System tatsächlich. Und wir sind sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich stelle ein bisschen runter. Ich mag die Schlachten gerne angucken. Gucken wir uns die Schlacht auch mal richtig an, indem wir hier den Flottenkampf mit angucken. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben noch kaum Verluste gemacht. Die sind schon stark. Wir haben gleich keine Schilde und keine Rüstung mehr. Ich hoffe, wir zerstören einiges bei denen. Situation log updated. So viele Sachen. Gucken wir uns das mal an. Verlorene Liebesmüh. Wo ist das denn? In dem Bier. Das ist gar nicht so weit weg von uns. Nachdem das Signal entschlüsselt war, stellte Itu-un-Takek mit Erstaunen fest, dass es in einer archaischen Form einer der Hauptsprachen der NEP ausgestrahlt wurde. Englisch. Die Verwendung der archetypischen Meister
Erzählung und der unfassbar kraftvollen poetischen Sprache lässt darauf schließen, dass das Signal eines der verlorenen Werke von Echmon Omtet rezitiert, einem berühmten Dramatiker der Neb, der vor etwa 600 Jahren lebte. Es scheint, dass die Übertragungsvorrichtung ein einfaches Sendegerät, das durch einen kleinen Unterstand geschützt ist, das einzige nicht natürliche Gebilde auf der Oberfläche ist. Es gibt keinen Hinweis darauf, wer es dort hinterlassen hat oder warum. Doch wenn man von der Abnutzung ausgeht, muss es schon kurz nach der ersten Niederschrift des Stückes gewesen sein, lange bevor die Neb das Geheimnis der Raumfahrt entdeckten. Wir könnten nur vermuten, dass es von anderen Besuchern auf Erde hinterlassen wurde, die das Stück genossen und beschlossen hatten, unserer Spezies auf diese seltsame und unerwartete Weise Tribut zu zollen. Ein weiterer Beweis für die Überlegenheit der Neb: Einigkeit 15%, Zufriedenheit Staatsbürger 10%, das könnte uns gerade sehr helfen im Krieg. Abscheulich unterdrückt diesen Unsinn über fremde Besucher. Ich finde, das passt zur Überlegenheit der Neb. Auf jeden Fall. Auch wenn wir xenophob sind, zeigt doch nur, dass andere ja, uns respektieren, dass wir eben überlegen sind. Deswegen nehme ich hier auf jeden Fall das. Das hilft uns bei der Einigkeitsproduktion und vor allen Dingen hilft uns das bei der Zufriedenheit auf einigen Planeten, die echt nicht zufrieden sind. Zum Beispiel der hier. Hippies Kiela ist nicht wirklich stabil. Aber das kriegen wir alles hin. Wir haben langsam auch ein ganz okay Mineralieneinkommen. Aber es geht zurück in die Schlacht. In die Schlacht, die vieles entscheidet. Denn wir holen uns das System Sirius zurück. Und da ist die Frage, fahren wir uns erst reparieren? Oder... Was? Nein. Wie das? Wo ist meine Armee? Wieso habe ich da keine Kampfberichte von bekommen? What? Sind die gelandet, während ich... Verdammt. Ich muss mir eine Armee aufbauen, um den Planeten zurückzuerobern. Denn unsere gesamte Armee wurde vernichtet. So, da gehen alle unsere Mineralien hin. Wobei machen wir es anders. Wir bauen hier 2 und sie im Alpha Centauri System 2. Dauert das Ganze nur halb so lange. Die sollten dann stark genug sein, um die Urukai zurückzudrängen. Die sind ja verletzt, werden sich aber regenerieren, während sie auf dem Planeten sind. Ich fürchte fast, wir brauchen noch mehr. Das heißt, ich möchte mir Mineralien kaufen. Oh Gott. Und viel wichtiger ist, ich möchte mir Konsumgüter kaufen. Wir sind schon wieder in einer Konsumgütermangellage. Immer wenn ich denke, es läuft langsam gut, kommt nochmal eine sehr, sehr negative Aktion. Auf jeden Fall, ja, ich war stehen geblieben bei, sollen wir unsere Schiffe reparieren oder nicht? Ich denke... So, du bist jetzt bitte auf Flottenhaltung passiv. Du darfst hier schon mal rein und das Bergungsprojekt starten. So, jetzt die Sternbasis benichten, das machen wir wieder in einer höheren Geschwindigkeit. Und jetzt ist die Frage, müssen wir es reparieren oder schaffen wir die 667er Basis auch so im Procheron-System? Ich glaube nicht, dass wir sie schaffen. Ich glaube, wir sollten es reparieren fahren. Was mir an sich nicht so gut gefällt. Wir haben hier starken Rumpfschaden erlitten. Bei einigen Schiffen, bei wirklich einigen Schiffen. Das können wir nicht erlauben. Ja, wir müssen uns reparieren fahren. Gleichzeitig können wir unsere Flotte auch einmal verstärken. Und ja, wir müssen Raues Erwachen zurückholen. Und dann das Procheron-System. Ich werde in dieser Episode auch so lange weitermachen, bis wir ins Procheron-System vorgestoßen sind, habe ich mir vorgenommen. Sie haben ihre Armee. Sie schicken eine weitere Armee. Ach, scheiße. Oh, Mann. Geil. Einfach mal Mineralien. Das war der atmende Rist. Ich denke, dann brauchen wir nochmal jeweils 2 Armeen. So, das ist natürlich schon teuer. Und dann können wir uns endlich mal darum kümmern, dass wir jetzt eventuell uns um unsere Rohstoffprobleme kümmern. Du bist eine Industriewelt und sollst mir einen Industriedistrikt bauen.
Ja, und sobald der fertig ist, schicke ich alle meine Arbeitslosen, glaube ich, hier auf diesen Planeten. Das ist der Plan. Wir müssen extrem min-maxen momentan, um die Situation irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Sie haben ihre Armeen vom Planeten zurückgezogen. Und scheinen die jetzt hier zu... Ja, und scheinen jetzt von unserer Sternbasis angegriffen zu werden. Währenddessen fliegt unser Forschungsschiff hin und forscht schon mal. Unsere Flotte sollte demnächst repariert sein. Hier kommt ein neuer General zum Einsatz. Ich möchte jemanden mit Armeeschaden. Kollateralschaden ist natürlich nicht so geil, aber was willst du machen? Den weisen wir jetzt Armee zu. So, wie lange braucht diese... Ich bin der Ansicht, dass diese zwei Schiffe es schaffen, das Ganze hinzukriegen. Wir werden repariert momentan hier. So, die Rumpfstärke meiner Schiffe ist wieder aufgefüllt. Die Panzerung meiner Schiffe ist wieder aufgefüllt. Es ist an der Zeit, vorzurücken. Es ist an der Zeit, eine Forschung zu erlassen. Ich denke, ich möchte auf die verbesserten Deflektoren, die können wir uns nicht leisten, weil wir noch keine verbesserten Reaktoren haben. Das heißt, ich nehme die einfachen Gefechtsrollen. Und ich denke, wir können anfangen, hier die Sternbasis, die ich ja vorsichtshalber zum Hangar umgebaut habe, wieder zurück zum Handelsknoten umzubauen. Hat mich insgesamt 80 Legierungen gekostet, diese Vorsichtsmaßnahme. Aber ich habe mich besser gefühlt. Und ich denke, besser fühlen ist ja auch schon einiges wert. Und ich sehe gerade, wir sind nächsten Monat wieder im Minus. Ich muss mir wieder 50 Konsumgüter kaufen. Und ja, währenddessen könnte ich mir überlegen, wie sieht es denn bei Spionage aus? Genau, Mittel beschaffen. Darauf habe ich gewartet. Ich möchte beginnen. Und wenn ich es schaffe, Mittel zu beschaffen, dann gehe ich darauf ein, was es genau bedeutet, was ich da erlangt habe. Auf der Erde, wir sind im Jahr 2220 angekommen. Das heißt, es wurden wieder Menschen zu Nepp umgeformt. Und ja, ich glaube, ich möchte gar keine Priorisierung haben. Ich möchte einfach nur, dass auf IPS Kiela mein Industriedistrikt fertig wird. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass hier zwei Industriedistrikte fertig werden, denn ich denke, wir haben genug Arbeitslose, um die zu füllen. So, dieses Schiff ist ganz, ganz chillig einfach hier Spezialprojekte bzw. am Trümmer untersuchen. Währenddessen hier diese Schiffe bekämpft werden von meiner Sternbasis. Aber das wird gleich sich nochmal stark ändern. Denn hier kommt noch ein bisschen Unterstützung. Und ich hoffe, wir können ein bisschen was von ihrer Armee vernichten. Das wäre super, wenn wir es schaffen, ein bisschen Schaden hierin zu produzieren. Wieder Trümmer aus dem Atmenriss herausbekommen. Jetzt läuft's. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ich kann nochmal in den Flottenmanager gehen, meine Flotte jetzt vollständig auf 20 Schiffe aufbauen. Und damit haben die Urukai bestimmt nicht gerechnet, dass wir jetzt hier in eine Endlosschleife in dieser... Was ist das? Warum kämpft ihr nicht? Jetzt kämpft ihr, danke. Gleichzeitig möchte ich euch beide zusammenlegen. Geht auch über die Taste G sonst. Besatzungskolonne, ja. Gut, ich darf da noch nicht hinten, noch nicht anlanden, solange die noch Feinde sind. Jetzt darf ich hier sagen, dass wir hier eigentlich landen wollen, hätte ich jetzt erwartet, wenn ich denn nur euch will. Armee landen. Wir sind mit 94 nicht stark genug, scheiße. Gut, es kommt ja noch, es kommt noch Verstärkung. So, wenn die beiden da sind. So, du. Hast keine Zeit. Du gehst ins Procheron-System. Wir rücken jetzt vor. Und ganz ehrlich, ich habe Einfluss über. Im Krieg kostet das zwar mehr. Aber ich glaube, wir können uns das erlauben, Ansprüche zu erheben. Ganz ehrlich, warum nicht? Ja, das sieht für mich in Ordnung aus erstmal. Und dieses System können wir in 2 Monaten auch beanspruchen. Dieser Krieg wird nicht gut enden für euch, meine Freunde. Jetzt habt ihr gemacht. Ihr baut euch eine neue Flotte auf. Aber bis die fertig ist... Ich kenne das ja mit Flotten aufbauen. Haben wir noch Forschungsschiffe, die nichts tun? Ja, dieses hier.
auch bitte das Bergungsprojekt hier. Ich kümmere mich nochmal kurz darum, dass ich jetzt hier vielleicht für längere Zeit mich erstmal nicht um Konsumgüter kümmern muss. So, Übies Kiela, es dauert jetzt noch wie lange bis 104 Tage? Bis wir da Arbeitsplätze haben. Das Sirius-System sollte jetzt... Wir haben eine Kolonie gestartet. Sehr gut. Neue Kolonien sind immer gut. Fangt hier erst... Ja, die Menschen sollten hier gleich einfach hinkommen. So, meine Flotte fährt weiter Richtung Prokion. Construction complete. Wir haben 22. Hier sind zwei... Ihr solltet bitte alle hier hinkommen. So, und während wir ins Pokémon-System kommen, sollten wir dann auch... Ach du Scheiße. Oh nein. Kein Glück. Spezialprojekt abgeschlossen auf Reak. Das war da, wo wir... Wie heißt das? Ja, diese Terraform-Maschine wiederbelebt haben. Naja, ich lese mal vor. Der abgebrochene Terraforming-Prozess auf Reak ist endlich abgeschlossen worden. Nachdem die Atmosphäre mit Milliarden von Terraforming-Naniten geimpft wurde, hat die biotechnologische Alien-Maschine die Bedingungen auf der Oberfläche maßgeblich verändert. Als die Naniten aber die neue Flora und Fauna des Planeten entwarfen, scheint etwas schiefgegangen zu sein. Es entstanden Millionen von fürchterlich entstellten Kreaturen. Die meisten von ihnen starben innerhalb kurzer Augenblicke, als ihre missgebildeten Körper kollabierten. Die Überlebenden aber haben sich in einer stampfenden, kreischenden Horde zusammengerottet. Als wäre es noch nicht genug, scheinen sie in Richtung unserer Hauptsiedlung zu strömen. Ich befürchte, wir haben Reak verloren. Wir werden es nicht verteidigen können. Das war's mit unserer Tech-Welt. Schade. Und es ist eine Alpin-Welt geworden. So ein Mist. Naja, mal... Ich hatte gehofft, wir könnten vielleicht eine Gaia-Welt rauskriegen oder so. Leider nicht. Ich würde sagen, Reak, schön war's mit dir. Oh, wir haben kein Glück. Gar kein Glück. Hier unten ist, glaube ich, noch eine Savannenwelt. Ja, aber eine kleine. Vielleicht sollten wir dahin expandieren. Ich will jetzt eigentlich dieses System hier haben. So, das Progeron-System wird von uns angegriffen. Und ja, diese Episode wird auf jeden Fall etwas länger dauern. Es tut mir leid. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass diese Episode länger dauert. Die nächste werde ich wieder versuchen, einzuhalten von der Länge. Aber ich finde, dieser Krieg ist sehr, sehr interessant. Und wir sollten uns einfach mal die Zeit nehmen... So, ich möchte jetzt, dass ihr hier auf Raun Erwachen landet. Wir sollten jetzt stark genug dafür sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Blasphemers have occupied one of our planets. Ja, Überraschung, Reak wurde überrannt. Aber wir können es zurückholen. Wir haben ja Gott sei Dank schon eine Armee. Und ganz ehrlich, wir brauchen noch mehr. Also hier nochmal zwei. Ich hasse es, so viel in den Krieg zu investieren. Aber das Spiel meint es wirklich nicht gut mit uns bisher. Und jetzt ist es halt leider so. Versteckt auf jeden Fall die xenophobe Einstellung unserer... unserer Spezies, würde ich sagen. So, wir gewinnen ziemlich gut. Das ist gut. Wie viele giftige Terraforming-Kandidaten entdecken wir? Viele. So. Damit haben wir Raus Erwachen endlich... Endlich zurückerlangt. Ich möchte jetzt... Construction complete. Ja, zieht euch mal komplett zurück. Danke. Der Planet gehört wieder uns. Unsere Flotte ist wieder da. Und ich würde sagen, wir können schon mal in dieses System einfließen. Beziehungsweise wir können aber jetzt mal dieser Armee hier folgen. Und hier haben wir jetzt das System eingenommen. Ihr seid... ziemlich stark momentan. Das Xirak-System einfliegen. Dann die Lando-Station. Und ja, ich denke, wir haben unsere Ziele für diese Episode geschafft. Wir haben Sirius zurückerobert, wir haben Prokion zurückerobert. Sirius hat es nochmal schwer gemacht, weil der Feind natürlich in der allerletzten Sekunde es geschafft hat, diesen Planeten nochmal einzunehmen. Aber selbst die Verwüstung ist von 30 wieder auf 10% runter. Ich denke, wir können das Bollwerk demnächst abreißen. Beziehungsweise jetzt eigentlich schon. Wir hätten genug Jobs, dass wir es abreißen können. Ich denke auch nicht, dass wir es noch brauchen. Das Einzige, was es tut, ist die Flottenkapazität erhöhen.
Aber ganz ehrlich, es tut uns momentan auch nicht weh, dass wir es haben. Ich werde auch hier eine weitere... kann ich nicht. Denn ich kann mir jetzt einfach mal 500 Mineralien gönnen. Wir haben das Geld gerade über. Ich kann mich jetzt um die Wirtschaft kümmern. Und das tue ich auch noch schnell. Das heißt, wir bauen hier noch ein Distrikt. Auf EPS Killer haben wir schon einen. Wir haben jetzt keine Arbeitslosen mehr. Demnächst kommt noch einer dazu. Sehr, sehr gut. Auf Erde dagegen. Was möchte ich auf Erde haben? Ich hätte hier am liebsten eigentlich mehr Forschung. Und ich denke, wir werden auch noch ein weiteres Forschungslabor bauen. Und schon sind unsere Mineralien wieder weg. Aber ja, das soll es denn, glaube ich, gewesen sein für diese Episode. Wir haben unsere Ziele geschafft. Wir haben Sirius zurück, wir haben Pokémon zurück. Wir haben Reak leider. Ich möchte den Planeten ehrlich gesagt gar nicht mehr haben. Durch die Alpinwelt ist es unglaublich schlecht für uns hier drauf zu siedeln, weil wir unglaublich 90% höheren Unterhalt haben. Wir dabei nur 45% Ressourcen weniger kriegen. Extrem lang, also es ist furchtbar, dieser Planet für uns. Und ja, wir werden hier auch tatsächlich gesäubert. Also die Naniten töten uns. Ich möchte den Planeten gar nicht mehr haben. Ich hoffe, sie vernichten uns. Ansonsten, was ich gerne tun würde, wäre die Neppen noch von dem Planeten runterholen. Können wir aber nicht, solange er belagert ist. Und ich will noch schnell die letzte verfügbare Tradition. Und um den neuen freien Aufstiegsvorteil kümmern wir uns in der nächsten Episode. Ich würde sagen, schaltet wieder ein, wenn es in der nächsten Episode darum geht, dass wir die Urukai zurückdrängen. Und uns endlich das holen, was uns zusteht, nämlich die Belohnung für diesen Krieg. Und das ist dieser Planet. Und ja, ich hoffe, dass wir es schaffen. Ich hoffe, dass keine großen Überraschungen mehr kommen. Momentan haben wir, was Glück und Pech angeht, eher Pech, würde ich sagen, auch bei Events. Erst recht, weil ich das Event nicht kannte. Ich habe geahnt, dass was Schreckliches passieren kann, wenn ich den Terraform-Kandidaten wieder in Gang setze. Aber ich habe einfach gehofft, dass es vielleicht eine Gaia-Welt wird. Naja, schalte wieder ein und bis dahin, euer Mischel. We emerge out of these hollow shells. An eternity awaiting us. Embrace of the end has shown us what lies beyond the void. Join us.